So, neuer Tag, neues Glück. Wir starten heute unsere Farm weiter um. Würde ich mal sagen, hier Schatz, kriegst du einen Kaffee von mir zum guten Morgen. Eigentlich wollten wir kochen, aber das Kochen nehmen wir dann einfach fürs nächste Jahr auf. Oder so. Heute erstmal schön hier weitermachen. Weil morgen ist das Fest, ja, ich weiß. So, jetzt könnte ich auch abbauen hier. So, dann du kommst da rein. Thermolöschen kommen noch da hinten. So, aber hier müsste ich auch was machen, weil das Feld ist so nicht mehr cool. Sagen wir mal. Guck mal, die können wir auch abbauen. Geil. Achso, die gehen dann da raus. Achso, ah. Okay, gut zu wissen. So, zack, zack. Toll. Und wann ist denn den Tomanas hin und den Tomanas hin? So, dann können wir hier nochmal den Boden. Pferdestall vielleicht noch anders hinstellen oder so. Hier wird sich auf jeden Fall einiges verändern, sage ich mal. Was sagst du dazu, Katze? Findest du gut, dass sich das hier alles verändert? YouTube, das auch schon mal. Schnell noch platzieren, natürlich auch weg haben. Was noch was mit Sinn, so ein Motto. Blub, blub, blub. Einfach da. Oder da halt hin. Stellst du da hin, obwohl ich es gar nicht eingestellt haben wollte. Da müssen wir die Dinger auf jeden Fall woanders hinstellen. Würde ich jetzt sagen. Wie stellen wir mal das hin? Die Farmgebäude ziehen nach da oben. Ich würde sagen, ich würde auch nochmal einen zusätzlichen Stall, also nochmal hier ein Ding ins Kopf für die Dinos extra. Extra Geschenk für die Dinos. So, ja, das werden wir abreißen, sobald wir können. Obwohl, das können wir da stehen lassen. Da passiert ja nicht mehr viel. Jo, was ist denn hier los? Invasion der Würmer oder was? Krass. Gut, den Weg gebaut für 50.000, das war unnütz eigentlich, ne? Naja, vielleicht hat Robin noch was Neues, sonst wetten wir, Robin ist heute nicht da. So, bevor wir es machen, auf Gebäude errichten. Wir wollen ein Gebäude bewegen. Da können wir jetzt auf alle bewegen. Erstmal den bewegen. Kann sagen. Oh. Ja, warte, dann machen wir so, dann bewegen wir dich dahin. Bewegen wir dahin. Obwohl es auch kacke eigentlich, ne? Na, warte, machen wir uns anders. Aha.
es einfach so. Haben wir sogar noch einen Schuss. Also noch einen Blick auf unseren Schrein. Könnte ich die jetzt auch bewegen? Ah, die darf ich auch bewegen. Geil. So, dann platzieren wir dich einfach mal hier. Das ist echt, das ist dann cool. Können wir dich einfach hier platzieren. Wüste nehme ich mit. Dann lassen wir den Platz hier frei, dann ziehen wir dich einfach hier hin. Genau, und dann kommt der andere hier so vor. Dann haben wir da auch schon Platz. Gut, dann die Hühnerstelle. Das da kommt einfach dann hier hin. Kommt dann hier hin, dann würde ich da den anderen hinbauen. Dann wir das eingraben. Sehr schön. Dann würde ich vorschlagen, die Schweine vielleicht. Oder doch, wir können ja einfach zusammentun. Dann machen wir das dann am besten. Machen wir den dann einfach weg. Ja. Wie mache ich das denn hier? Lass ich das Gehege so? Ich weiß noch nicht. Lass ich den Weg? Überlegt, weil sonst habe ich so einen riesen Wegenweg laufen gefühlt. Ah. Obwohl das eigentlich auch schon riesig ist für die Hühner, ne? Setze ich einfach hier und dann, oder hier in Pflanzen schon mal. Dann baue ich hier so einen Weg. Ach, das seht ihr gar nicht. Also baue ich hier so einen Weg lang vielleicht. Lass ich den da aber dahin pflanzen, so eher. Die dann irgendwie ein bisschen versetzt oder so. Schwierig. Ich mach einfach hier und mach dann einfach hier so einen Riesen. Ja, ich mach einfach. Mach jetzt hier die Straße einfach weg. Machen wir den einen einfach. Und den können wir eigentlich hier stehen lassen, stimmt. Der einfach direkt hier in der Hauptstraße. Steht der einfach dann. Ja, hier so hin. Ich hätte gerne auf derselben Höhe, ne? Ich schau mal. Ich werde schon irgendwas Cooles draus bauen können, denke ich mal. Können wir das alles abreißen? Du lässt eh keine Tiere außer die Schweine raus. Ja, da würde ich ja jetzt machen. Ich habe es ja nicht gemacht, weil halt wegen gewissen Dingen. Vielleicht könnte dich jetzt einfach hier vorstellen, ne? Direkt hier in die Straße. Da habe ich auch hier so viel ungenutzten Platz jetzt. Aber da kann ich auch ein Werkshaus hinstellen, das stimmt. Kommst du dahin? Ja, man, das ist ein Haus. Einfach hier. Können wir da keine Ahnung was reinmachen? Die Mühle. Dann ist noch ein Platz hier frei. Zwischen würde ich sagen, können wir hier hinwandern. So. Und die Häuser. Ich. Teiche will ich noch oben setzen wollen noch. Ja, dann machen wir hier. Und dann setzen wir die Teiche einfach hier hin. Dann haben wir so einen schönen Weg dazwischen. Aber ne, warte, nicht ganz so. Und so und. Dann kann man die schön einrahmen. Ah, passt leider nicht. Dann könnten wir noch einen dritten Baum, ein Teilchen bauen, aber nee, das passt nicht. Gut, dann könnten wir theoretisch hier unser Acker ausbauen. Noch. Im Grunde. So, die Farmhäuser. Ich jetzt erstmal einfach hier nebeneinander stellen. So. Sandkiste kommt einfach hier hin. Zack, zack, so. Gut, und dann will ich halt hier jetzt noch ein drittes Ding bauen. Gegebenenfalls könnten wir auch die notfalls umschieben. Irgendwie nach hier stellen. Und dann können wir die einfach hier expandieren, sage ich mal.
Dann würden jetzt hier unten die Bäume halten bleiben, das würde halten bleiben. Erstmal. Ja. Das wäre so der Plan gerade. Und hier müssen wir dann einzäunen, richtig, vernünftig. Kommen wir aber hier nicht mehr durch. Ein bisschen. Obwohl, sollte trotzdem gehen. Dann müssen wir den einfach hier, den Boden einfach umändern. Ja, und das na, lassen wir hier so stehen. Ja, multifunktionsmäßig, oder wir schieben den bis nach hinten. Nee, das war nun so. Dann können wir hier unser Saatgut reinschmeißen, die ganzen Maschinen reinschmeißen, weißt du. Ja, machen wir das so. Dann kommt das alles hier, dann hat die Katze jede Menge Platz. Stromableiter. Gut, wie wir die hinstellen. Könnten jetzt hier Türchen stellen irgendwie noch. Was wir hinstellen können, können wir auch noch nicht. Kann ich die auch verschieben? Oh, die darf ich verschieben. Oh, wie cool. Ich darf die verschieben. Darf ich die da einstellen? Dann würde ich mir hier irgendwas Cooles hinbauen. Noch. Was könnten wir denn noch hinbauen? Noch ein Werkshaus, theoretisch, ne? Mit der Anteilchen. Weil dann haben wir auf jeden Fall noch einen Durchweg hier für unsere Frau. Können wir denn noch so bauen? Einen Brunnen könnten wir. Wir haben da nie einen Brunnen gebaut, by the way. Oh. Vielleicht Wochen. Zwischen Haus und Schuppen, was? Du kannst deine ganzen Geräte hinstellen, oder? Aber zwischen Haus und Schuppen, ja, da ist der Platz zu eng jetzt, deswegen. Oder ich dekoriere, warte mal. Oder ich tu die einfach hier hinstellen. Ah, guck mal, hier darf ich nicht hinstellen, okay. Sonst zu wissen. Und den dahin. Den dahin. Ah, den darf ich aber nicht hinstellen, ne. Dann bleibt der da stehen. Dann können wir da noch einen zweiten vorstellen, dann haben wir hier noch ein bisschen mehr Platz. Ja, hallo. Dann bewegen. Kann ich auch den jetzt einfach hier hinstellen? Obwohl, ne, das ist. Sieht doof aus. Warte, also, wir stellen den noch so. Wenn wir machen ziemlich einen Weg hoch. Mühle. Und das Pferd hier hin. Oh ne, dann sieht das auch doof aus. Die Katze liegt gerade da. Darf ich nicht platzieren, weil mein Pferd da steht? Was? Lass mich doch verarschen. Das nicht mehr dahin stellen, jetzt gerade weil mein Pferd da steht. Hm. Warte, nun. Lass ja uns umbauen einfach. Tiere sind gerade extrem nervig. Ja, ich will die Mühle haben. Ich will diese. Ich darf da auch nichts hinstellen, weil da eine scheiß Katze liegt. Kann nicht euer Ernst sein. So, wohl, dann kann ich so, dann kann ich noch da durchlaufen. So, dann Platz. Ach, da wollte ich ja der Tote hinstellen, ne? Oder warte, ich stelle den hier hin. Darf ich da nicht? Stimmt ja. Wir stellen den doch hier hin. Aber dann sehe ich davon nichts mehr. Dann macht es andersrum. Stellen dich dahin. Und dich zu dahin. Er sieht doof aus. Das sieht doof aus. Ne, das mag ich nicht. Wir stellen dich dahin. Hm. Wie groß warst du? 3, naja. Dich hier, also hier kann ich den auf jeden Fall hinstellen. So, dann müsste. Kann ich den so dahin stellen. So. Dann kriegen wir da noch den. Das Ding dahin. Was ist jetzt so mit dem Pferd? Ist mein Pferd mich blockiert? Dass ich da nichts hinbauen kann. Oder die Katze. Warte mal, ich gehe nochmal raus. Nochmal rein. Geht einfach nicht, okay. Gegen ein Pferd.
Geht das gerade einfach nicht dann? Nehmen wir das Pferd erstmal hier hin. Die Katze verschwindet hoffentlich bald. Da kommt der Mist. Dann können wir hier alles wieder voll klatschen und unsere Gerätschaften teilweise aufbauen. Also die Blitzableiter zum Beispiel. Können wir da aufbauen. Dann brauchen wir dahin gehen für das Zeug. Dann sieht das halt nur so ein bisschen komisch aus, sagen wir mal. Ja, wir bauen wirklich so ein. Ich könnte die Blitzableiter hier hinbauen. Ich mein Gewächs, meinen Schuppen dahin kriegen irgendwie. Ich würde direkt noch so eine Versandbox. Ne, den kriegen wir da nicht hin. Ich dich direkt da anstelle oder was anderes so. Ich dich einstellen wollen. Auch immer ich dich da anstellen wollen. Ich finde das allgemein das Ding irgendwie nervig. Warum ist hier ein grüner Pfad? Für die Versandbox irgendwann das hinstellen. Ich könnte dann schön zu machen. Oder ich mache hier einfach so. Am liebsten alle eigentlich dahin kriegen wollen. Ne? Zack, aber passt leider von der Seite nicht. Ich könnte das Ding hier so zubauen, dass sie trotzdem nicht dahin kommt. Warum sind dann diese Sperrfelder hier? Klar, das ist jetzt mal wegen, ne, aber. Hier ist ja komplett frei einmal. Warum? Hä? Bei ein paar Hand könnte ich komisch trotzdem alles zu bauen. Na, dann teilen wir es doch auf. Dann kommt hier halt das Ding hin. Sieht das halt ein bisschen beschuge die Seite aus. Das kommt da hin. Kommt da der andere Obelisk-Teil hin halt eben. Dann kann der so dahin stehen. Mach dazu, dann machen wir das einfach alles auf. Und können da irgendwelche Sachen hinstellen noch. Ebenfalls mein Pferd. Ja, wenn ich das mal bewegen darf, würde ich halt da. Und ja. Ich vielleicht noch hier hin. Schade. Das kriege ich auch nicht hin. Würde sie hier hinkriegen. Und nicht hier hin. Komischerweise, warum auch immer. So eine Box jetzt hier hinstellen würde. Ich würde trotzdem unter jeden Umständen das nicht passen wollen, weil, wie gesagt, nie. Du kannst ja gleich sehen, wo der. Sogar ein Weg hier, wo du nichts passieren darfst. Hä? Hier denn so weit vom Haus weg hier der Weg. Null. Vor allem, das ist der Weg, der kaputt. Also. Wo meine Mauer lang geht. Guck mal, wo immer alles kaputt geht. Geht deswegen meine Mauer immer kaputt, weil der Weg da ist? Toll. Ja gut, dann stelle ich erstmal da hin, weil geht gerade nicht anders. Und ich stelle trotzdem erstmal hier hin. So, und dann lassen wir das so und dann machen wir hier irgendwas Schönes hin. Schon mal. Rest. Arbeiten wir uns. Oh, warte, das dürfen wir auch umstellen. Mind blow. Oh! Stopp das Umstellen! Okay, dann mache ich hier alle Dinger hin. Ja, oder? Das geht das? Wir passen, glaube ich, oder? Boah. Dann will ich echt hier alles hin haben. Kriege ich denn beide daneben? Ja, so gerade, ne? So gerade müsste ich hier die Bäume abreißen, glaube ich. Oder wir lassen es einfach und ich mache hier einen Weg. Ich stelle mal vor hier so hin. Da darf ich gerade nicht, weil es nochmal steht. Okay, müssen wir dann ein bisschen umbauen. Genauso wie hier. Okay, aber wir könnten schon mal hier wenigstens bauen und dauert das einfach ein paar Tage. Ich brauche aber wahrscheinlich Geld von dir, ne? Geld, sage ich, schöner Stall. 300 Holz, 200 Steine.
8 Holz. Und 100 Steine. Oh. So viele Steine gekauft. So, ich würde gerne einen Hühnerschuppen bauen. Den hätte ich dann gerne. Hier. Bumm. Geil! So, ab nach Hause. Gucken wir uns unser Meisterwerk an. So, Pferd. Stehst im Weg. Genauso wie du, Katze. Jetzt bewegen sie sich plötzlich. Okay. Zack, zack. So. Oder ich mache hier echt noch meine ganzen Boxen halt eben hin. Die ich ja hier jetzt stehen habe. Gerade. Blub. So. Kann ich vielleicht die Boxen auch da hinstellen? Kann ich die von da nach da stellen? Können unser Lager da machen? So, gut. Ich brauche die ganzen Böden auf jeden Fall wieder. Den Boden und den Boden. Wenn ich hier erstmal. Das Pferd war 2x3, glaube ich, ne? Jetzt soll ich auch den eigentlich hinten hinstellen. Ich das über ein bisschen Überblick hätte, vielleicht besser. Oh. 1, 2. So. Jan. 1, 2, 3, 1, 2. So, ne? Ja. Zack, zack, zack. Stimmt, hier war ja ein Ort, ein Spot, wo man nichts hinlegen darf. Komischerweise. Und da war ja was gewesen. Guck mal, ich kann hier alles da wegmachen. Ist ja auch doof irgendwie. Stell deine Mühle doch in zu den Silos. Müsste eh kaum. Ja, aber es dann für das ein bisschen sortiert haben. Hast schon recht, klar. Aber ich will das ein bisschen mehr sortiert haben. Und die da weg. Ich denke mir gerade so, hey, was ist passiert? Das ist passiert. Ich bin ans Silo an den Obelisken gekommen. Okay. So. Gut, dann können wir da jetzt Kisten und so platzieren, wenn wir wollen. Hier können wir nochmal ein bisschen Licht gebrauchen, denke ich mal. Mehr das Licht, das Lightning kann mit. Die ganzen Gerätschaften tun wir auch noch ins Haus stellen gleich. Ja, auf jeden Fall. Dann tun wir für hier eine Laterne hin. So. Da brauchen wir. Hier dran kommen, ne? Ja. Dann. Und dahin. Hier hinstellen einfach mal. Hier so ein bisschen verstecken auch. Na, guck mal, die so ein bisschen verstecken. Blitzableiter. So. Wenn wir noch hier durchlaufen und kommen hier hin. Und hier haben wir auch noch eine Laterne an wieder. So, ich würde aber das gerne dann doch wieder offen lassen, weil das irgendwie schön aussieht. Vor allem für sie dann eben. So, gut, haben wir das, das, das. Hab ich mich eigentlich heute schon um die Tiere gekümmert? Ich glaube nicht, ne? So. Ich würde das ja gerne verstellen dürfen, aber jetzt haben wir ja auf den Bauauftrag gegeben, jetzt können wir es nicht mehr verstellen gerade. So, dann nehmen wir jetzt erstmal hier alles mit. Ach, die Bienenhäuser müssen auch noch nach draußen, stimmt ja. Bienenhäuser müssen auch noch draußen aufgestellt werden, stimmt. War ja was gewesen. Mal einfach mal so. Gut, da haben wir hier ein riesiges Häuschen für uns.
hier oben. How it works. Mal so. Dann das kommt jetzt. Das sind Gerätschaften erstmal hier. So. Was so gut ist, hier so einen Ofen hinzustellen, ne? Muss ja, ne? Dann können wir das so machen. Dann machen wir uns hier einfach einen Heimwerkerbereich. In Führungszeichen. Dann haben wir die Dinger da. Dann gehe ich hier hin. Dann sogar noch zwei weitere bauen, theoretisch. So. Oder machen einfach Käfererzeugungsdinger hier hin. Dann haben wir noch die Dingens haben wir auch noch hier, ne? Stimmt. Die Statue und die Kristallerzeugungsmaschine haben wir auch noch. Stimmt, ja. Noch. So, den PC. Soll ich trotzdem jetzt einfach erstmal. Nehmen wir den hier an. So, die Eulenstatue. Kann man schon mit dir machen, so. Stellen wir einfach mal dahin. So, dann können wir hier nämlich Tisch abbauen. Den Tisch können wir noch nicht mitnehmen, weil ich dann vergessen habe, die Sachen wegzuräumen. Und die kommt einfach mit hierbei. So. Ach, die haben wir hier angestellt, okay. Blub, blub, blub. Konnte daneben geschossen. Habe ich meine Diamanten hingetan. Schon noch da reinschmeißen wieder. Hätten. So. Das war jetzt einfach nur Krimskrams, ne? Mein Fischerzeug ist da drin. Da rein, genau. Ich einfach mal jetzt so. Ne, Deko-Zeug nicht, aber das ganze Fischerzeug. Boah, irgendwie, wenn ich die Haken angucke, kriege ich Augenschmerzen, muss ich sagen. Weil einfach irgendwie so niedrig aufgelöst gefühlt. So, die zwei kommen dann einfach hier hin. So, dann brauchen wir noch ein paar Kisten mehr. Machen wir die einfach mal pink. Gerade. So. Zeug. Kommt eigentlich rein, ne? So, die Kiste. Ich da nicht hinstellen? Doch, darf ich so. Obwohl dann ja, am Ende schmeiß ich aus Versehen was weg. Dann müssen wir lieber dahin. So. Gut, Deko-Zeug. Irgendwie rein, denke ich mal erstmal. So, du kommst erstmal so. So, dann ist hier mein ganzes Erzzeug drin. Ne? Zack. So. Mein ganzes Erzzeug ist. Die Kiste. Schauen wir erstmal hier hin. Zack, zack, zack. Blub, blub, blub. So. Sortieren, kriegt die Farbe. Schwarz. So. Und dann noch so einen von innen stellen. So, gut. Was haben wir noch hier alles? Rosenkram. Blume. Okay, dann kümmern wir uns später drum. Meine ganzen Tierprodukte. Würde ich gerne auch da oben weiter stehen haben, glaube ich. Einfach mal so.
nehme schnell hier hin. Weiter Diamanten produzieren. So, dich. Ich schaffe mal dahin. Da wollen wir dich durch weiter vorstellen. Anstellen. So, das kann alles rein. Ja, so. Das nehme ich alles noch mit. Und die Kiste ab. Und stellen sie hier hin. So, dann kommt da das ganze Monster-Zeugs rein. Und hier kommt dann halt noch rein. So, Monster-Zeug machen wir einfach mal. So. Du bist tolles Zeug, ich mache einfach mal weiß. So. Gut, die lassen wir da erstmal stehen. Die räumen auch noch da weg, denke ich mal. Wir tun alles hier rausräumen einfach, oder? Bis auf Deko kann ich alles da rausräumen hier. Würde ich sagen. Jetzt haben wir noch Deko-Zeug hier drin. So. Voll machen. So. Einfach alles reinschmeißen. So, die machen wir wie der blaue so. Die für Mineralien. Zack, scheiße, die Kiste nicht auf ihre Farbe beibehält. Das ist ein schade. So. Dann machen wir auch wieder hellblau und schmeißen einfach alles rein. Was wir haben. Das Ganze. Und dann setzen wir noch die Skelettdinger hin. Skelett, die Artefaktdinger. Das war schon mal gut. So. Dann haben wir hier im Haus auch wieder mehr Platz. So. Zack, zack, zack. Einfach alle möglichen Artefakte. Ich hätte gerne größere Kisten. Kann man irgendwie größere Kisten kriegen. Und dich machen wir einfach mal. Weil Artefakt. Mal lila. Keine Ahnung. Einfach irgendwas machen. So. Zack. Zack. So. Ja, ich hätte lila gesagt gehabt, ne, glaube ich. Können wir am Morgen sehen, wie die Farbgebung ist. So, und da oben brauchen wir einfach dann einmal rumlaufen. Dann haben wir das mit der Saat gut erledigt.
So. Das Deko-Zeug. Hier noch Waffen. Zack, zack, zack. Aber noch hier ein Finger und so eine Tüte, ne? Mal mit voll. Wir werden ein bisschen mehr Platz brauchen. Und dann auf das gehen müssen. So. Waffen und so. Ich auch nicht so wichtig, muss ich gestehen. Da fangen wir einfach auf der Seite an. Waffen sind schon wichtig, aber das ist nur Werkzeug für mir. Ist der Lack in der falschen Kiste? Gut, ist auch falsch. Munition noch. Okay. Wo kommst du mich hier rein? Die Scherschere. Zack. Dann kann man den hier leer machen. Hat verwirrt. Ich sollte vielleicht andersrum die Sachen hinstellen, ne? Warte so auf. Stell die Kiste jetzt einfach mal hier hin. Tue einfach alles hier rein, was ich hier habe. So, dann nehmen wir hier. Was wir hier haben. Kann man schon das ganz schön hier reinschmeißen. Die ganzen Hüten, die wir haben. So. Ich trotzdem meine Waffe noch daraus. Ja, schon, aber. Ach, warte. 180er IQ-Move. Zack, den da anstellen. Jetzt die ganzen Waffen reinschmeißen. Und dann noch das Tüte. Und Farm können wir später machen. Das Ding können wir auch noch abnehmen. So. Genommen. Auch noch mit. Zack. Erstmal da oben hin. Du kommst erstmal hier hin. All die ganzen Klamotten da rein. So. Schuhringe. Aber noch. So. Gut, das ist auch erledigt. Da sind wir zumindest schon mal ein bisschen weiter gekommen. Er sagt, gut, nur so tun wir noch später da rein. Ja. Eieiei. So langsam wird's hier. Morgen haben wir das fest, okay.